Willkommen zum sechsten Input-Block im Seminar Kognitive Konstruktionsgrammatiken. Für heute habe ich eine Einzelstudie von Ronald Langacker im Rahmen seiner kognitiven Grammatik oder kognitiven Konstruktionsgrammatik für Sie aufbereitet. Der Artikel, um den es gehen soll, heißt Constructions in Cognitive Grammar und es geht dabei, wenig überraschend, um die Rolle von Konstruktionen in der Architektur der kognitiven Grammatik. Die kognitive Grammatik ist anders als die anderen Konstruktionsgrammatiken, von denen wir im Seminar sprechen, ziemlich detailliert ausgearbeitet und in vielem auch sehr viel expliziter als die Goldbergschen und Croftschen Konstruktionsgrammatiken. Die Goldbergsche Konstruktionsgrammatik scheint mir aber weiter verbreitet zu sein als die Langackersche. Ich nehme an, vor allem, weil sie nicht so komplex ist und den Bedürfnissen von Korpuslinguistinnen und Korpuslinguisten eher entgegenkommt. Die kognitive Grammatik hat die kognitive Linguistik insgesamt aber sehr stark geprägt, auch die Goldbergsche Konstruktionsgrammatik. Ich hoffe, dass Sie einiges, was Sie zur kognitiven Linguistik schon gehört haben, heute auch wiedererkennen. Ich werde nicht alles aus dem Artikel hier behandeln, weil der sehr umfangreich und sehr dicht ist, sondern ich werde Aspekte herausgreifen, die mir am wichtigsten erscheinen. Das soll Ihnen erleichtern, sich den Artikel selbst zu erschließen. Ich werde mit den kognitiv-grammatischen Basics zu Konstruktionen beginnen und dann zu nicht-prototypischen Konstruktionen übergehen und anschließend noch die Themen Analysierbarkeit und Konstituenz behandeln. Hinter der Analysierbarkeit verbirgt sich Langackers sehr eigenständiger Umgang mit der Frage nach der Kompositionalität. Und die Konstituenz ist natürlich ein klassisches grammatisches Thema, das in anderen Konstruktionsgrammatiken aber eher keine Rolle spielt. Aber first things first, wir beginnen mit den Basics. Langacker sagt, eine Konstruktion ist einfach eine Anordnung von symbolischen Strukturen. Und diese Anordnung kann spezifisch oder schematisch eine feststehende Fügung oder eine neue Fügung sein, und sie kann eine morphologische Anordnung oder eine syntaktische Anordnung sein. Schauen wir uns an, was sich hinter dieser Charakterisierung genauer verbirgt. Was ist zunächst mit symbolischen Strukturen gemeint? In der kognitiven Grammatik werden als Elemente einer linguistischen Beschreibung nicht viele zugelassen. Als echte Elemente gibt es im Grunde nur semantische, das heißt konzeptuelle Elemente, phonologische Elemente und symbolische Elemente, die jeweils in Äußerungen auftreten und die hier abgebildet sind. Symbolische Elemente sind nun nichts anderes als Paarungen aus semantischen und phonologischen Elementen. Also das hier auf der rechten Seite wäre dann eine symbolische Struktur gekennzeichnet mit dem Sigma. Und Sie sehen hier schon eine Eigenheit der kognitiven Grammatik. Als Konstruktion qualifiziert sich jetzt nämlich nur, was eine Anordnung von symbolischen Strukturen, also Plural, ist. Eine einzige symbolische Struktur aus einem einzigen phonologischen Element und einem einzigen semantischen Element ist also noch keine Konstruktion. Um das zu veranschaulichen, können wir uns als semantisches Element die Konzeptualisierung einer Frau denken. Die Notation in Großbuchstaben hier und hier ist eine Abkürzung für eine komplexe Wissensstruktur. Als phonologisches Element können wir uns das vokalische Geräusch Woman oder Frau
denken, aber prinzipiell auch grafische Zeichen, wie das geschriebene Wort Woman hier und hier, oder auch manuelle, gebärdensprachliche Gesten. Bei einer symbolischen Struktur handelt es sich nun einfach um die Paarung aus der Konzeptualisierung einer Frau und dem vokalischen Geräusch Frau oder der grafischen Einheit oder der gebärdensprachlichen Einheit. Der Ausdruck Frau in der deutschen Gebärdensprache geht übrigens so. Wichtig ist, dass es sich dabei immer um Paarungen handelt bei symbolischen Strukturen. Kommen wir zu der Qualifikation, dass es sich bei einer Konstruktion um eine Anordnung, Assembly, symbolischer Strukturen handeln muss. Mit anderen Worten, um eine Zusammenfügung aus mehr als einer symbolischen Struktur. Und das ist bei Woman wahrscheinlich nicht der Fall. Man muss sagen, nicht mehr der Fall. Es war nämlich vor 1000 Jahren mal die Zusammensetzung Wife-Mann oder Weave-Man, also Frauenmensch. Bei Deutsch Frau ist es auf jeden Fall nur eine einzige symbolische Struktur. Klarer ist der Fall hier. Bei Smart Woman handelt es sich auf jeden Fall um eine Anordnung aus symbolischen Strukturen, nämlich aus Smart und Woman. Gehen wir weiter zur Spezifizierung, dass Anordnungen aus symbolischen Strukturen, also Konstruktionen, spezifisch oder schematisch sein können. Spezifische Konstruktionen, also symbolische Anordnungen mit einem semantischen und einem phonologischen Pol, sind solche, wie sie als konkrete Äußerungen auftreten. Schematische Konstruktionen sind dann solche, die von konkreten Äußerungen bestimmte Merkmale abziehen, unter Beibehaltung von etwas Gemeinsamem. Wir haben das schon im Rahmen des gebrauchsbasierten Modells gesehen. Hier ein Beispiel aus dem Input-Block 4. Diese Nominalphrasen hier sind spezifische Vorkommnisse von symbolischen Anordnungen, also Konstruktionen. Eine Schematisierung aus ihnen sieht von ihren Spezifika jetzt ab und besteht aus dem Gemeinsamen, nämlich der Anordnung aus einem maskulinen Determinierer und einem Nomen. Die Anordnung aus symbolischen Strukturen, die eine Konstruktion ist, kann darüber hinaus festgefügt oder neu gefügt sein. Festgefügt sind solche, die Einheitenstatus im Sprachwissen haben, also Token oder Type entrenched sind, als Types oder Tokens kognitiv verfestigt. Die Konstruktion Bundeskanzlerin dürfte dieses Kriterium erfüllen, während es sich bei Smart Woman um eine vielleicht nicht besonders unwahrscheinliche Fügung handelt, aber trotzdem um eine Neufügung. Zuletzt kann die Konstruktion, die symbolische Anordnung, auch noch morphologischer oder syntaktischer Art sein. Und zur Veranschaulichung können uns die gleichen zwei Beispiele wieder dienen. Bei Bundeskanzlerin handelt es sich um eine morphologische Konstruktion und bei Smart Woman handelt es sich um eine syntaktische Konstruktion aus zwei syntaktischen Komponenten. Wichtig ist für den Status als symbolische Anordnung bloß, dass sie zusammengesetzt sind und einen phonologischen und einen semantischen Pol haben. Schauen wir uns die Zusammensetzung, die Komposition einer typischen Konstruktion aus ihren Komponenten an. Dabei werden zwei symbolische Teilstrukturen zu einer übergeordneten symbolischen Struktur integriert, wie hier rechts symbolisiert. Die Integration passiert am semantischen und am phonologischen Pol. Also auf der linken Seite beim Konzept Smart, da haben wir hier den semantischen Pol und hier den phonologischen Pol. Das gleiche bei Woman. Und beim
integrierten, komponierten Smart Woman. Diese gestrichelten Linien zeigen die Korrespondenzen zwischen den Elementen in den Teilstrukturen und den Elementen in der komponierten Struktur. Das W steht hier für Wort, das T für die Zeit, TR steht für Trajector, dazu werden wir später noch kommen, W steht für Woman. Und was bei dieser Integration der symbolischen Teilstrukturen geschieht, ist jetzt theoretisch sehr wichtig. Dabei werden nämlich die korrespondierenden Elemente aus den Teilstrukturen sozusagen übereinander gelegt und ihre Merkmale vereint. Das erfolgt hier in der komponierten Struktur. Bei der Vereinigung ist ein Prozess besonders wichtig, nämlich der der Profilierung. Profilierte Elemente sind durch Fettdruck symbolisiert. Wir sehen, hier sind verschiedene Sachen fettgedruckt. Im Konzept von Smart haben wir hier die gestrichelte Linie, diesen Punkt auf einer Skala und den Trajector fett markiert. Im Konzept von Woman ist die Frau fett gedruckt. Und hier oben im komponierten, integrierten Konzept Smart Woman ist wieder das Konzept der Frau fett markiert. Und auch noch was anderes, abseits von der Profilierung müssen wir klären, nämlich das Kürzel Trajector, TR für Trajector. Und sowohl zur Profilierung und zum Trajector machen wir jetzt einen kurzen Exkurs, und zwar zum Thema Construal. Wir haben zum Beispiel in unserem Forum schon mehr über das Construal und auch über die Profilierung gehört. Ich wiederhole das hier nur kurz. Das Construal betrifft unsere Fähigkeit, gleiche konzeptuelle Inhalte auf verschiedene Weise zu konzeptualisieren. Und das hat viel damit zu tun, worauf wir in einer Szene unsere Aufmerksamkeit richten. Sprachliche Ausdrücke gehen immer mit einem bestimmten Construal einher. Das heißt, sie rücken immer eine bestimmte Substruktur eines Phänomens in den Fokus der Aufmerksamkeit, natürlich dann auf Kosten anderer Substrukturen des gleichen Phänomens. Die beiden Ausdrücke hier, Ehemann und Ehefrau, Husband und Wife, haben die gleiche konzeptuelle Beziehung als Basis, aber sie rücken verschiedene Substrukturen dieser Basis in den Fokus der Aufmerksamkeit. Nämlich bei Husband den männlichen Part und bei Wife den weiblichen Part. Die Profilierung betrifft aber nicht nur Gegenstandskonzepte wie Husband und Wife, sondern auch solche von Prozessen, Relationen und so weiter. Und weil Relationen wie schlau, in oder annähern von der Konzeptualisierung von Gegenständen abhängen, man kann sie sich nur vorstellen, wenn man sich gleichzeitig auch Gegenstände dazu vorstellt. Wir müssen uns also Gegenstände vorstellen oder einen Gegenstand, der schlau ist. Wir müssen etwas uns vorstellen, das in etwas ist. Und wir müssen uns etwas vorstellen, das sich etwas anderem annähert. Und deshalb gehören die Gegenstände, die wir uns bei Smart, In und Approach mit vorstellen müssen, auch mit zum Profil dieser Ausdrücke. Also bei Smart haben wir die Eigenschaft des Smart-Seins in ihrer Beziehung zu einem Gegenstand. Bei In haben wir die Beziehung von etwas zu etwas anderem, in dem es enthalten ist. Und bei Approach haben wir die Vorstellung von etwas, das sich in irgendeinen Nähebereich von etwas anderem bewegt.
was hier profiliert ist. Die beteiligten Gegenstände, die hier mit profiliert sind oder Partizipanten, die sind mit Trajector und Landmark bezeichnet, TR und LM, und das führt uns zu einer weiteren Dimension des Construals. Diese weitere Dimension des Construals ist nämlich die Gliederung einer Situation in Trajector und Landmark, und der Trajector ist dabei der Träger unseres primären Fokus. Das ist also der Gegenstand, den wir zur Referenz dessen machen, was geschieht. Und wenn ein sekundärer Gegenstand da ist, dann ist das die Landmark. Ähnlich wie Ehemann und Ehefrau die gleiche konzeptuelle Beziehung als Basis haben, haben beispielsweise auch like und please als Verben die gleiche konzeptuelle Basis. Der Unterschied liegt nur im primären Aufmerksamkeitsfokus. Um Längerker zu zitieren, das Profil von like betont, wie der Experiencer den Stimulus auffasst, während das Profil von please betont, wie der Stimulus den Experiencer affiziert. Und je nachdem, auf welchen Partizipanten wir den Fokus legen, machen wir den Experiencer oder den Stimulus zum Trajector. Und dies wiederum entscheidet über deren grammatische Realisierung. Im Falle von Satzstrukturen entscheidet die Identifikation von Trajector und Landmark über Subjekt und Objekt. Like macht den Experiencer zum Trajector und damit zum Subjekt, und please macht den Stimulus zum Trajector und damit zum Subjekt. Kommen wir von diesem Exkurs zurück zur symbolischen Integration. Wir haben hier links das Konzept Smart, in dem die Eigenschaft auf einer Smartness-Skala über dem Durchschnitt zu rangieren. Das wäre nun der Pfeil und n wäre der Durchschnittswert. Diese Eigenschaft auf dieser Skala über dem Durchschnitt zu rangieren ist mit einem schematischen Trajektor assoziiert. Und da zur Eigenschaft ein Eigenschaftsträger gehört, ist die ganze Beziehung zwischen Smartsein und dem Trajektor profiliert. Rechts haben wir das Konzept Woman. Das ist ein Gegenstandskonzept und deswegen ist nur der Gegenstand selbst profiliert. Wie immer durch Fettdruck. Und in der integrierten Struktur oben, da mergen dann der schematische Trajektor von Clever, von Smart, Entschuldigung, das ist wiederum der hier, und das Konzept der Frau und werden vereint. Und am phonologischen Pol sehen wir was Ähnliches. Da wird die unbesetzte schematische Stelle bei der phonologischen Struktur Smart, das ist diese, in der komponierten Struktur durch die phonologische Struktur Woman elaboriert. Hier ist die phonologische Struktur Woman und hier erfolgt die Integration aus beiden. Ganz wichtig, da es sich bei Smart Woman in der komponierten Struktur oben nun nicht um einen Ausdruck handelt, der eine Eigenschaft bezeichnet, sondern einen Gegenstand, nämlich eine Art Frau, nämlich eine smarte Frau, erbt die komponierte Struktur oben auch das Profil des Konzepts Frau und nicht das Profil des Konzepts Smart. Das Profil in der komponierten Struktur ist hier dasjenige der einen Teilstruktur, aber ein anderes als das in der anderen Teilstruktur. Und die symbolische Teilstruktur Frau wird deshalb Profile Determinant genannt. Auf Deutsch könnten wir auch Profilgeber sagen. Dahinter verbirgt sich die kognitiv-grammatische Charakterisierung eines syntaktischen Kopfes. Das heißt, die komponierte Struktur erbt nur die Profilstruktur
dieser einen Teilstruktur hier rechts, aber nicht das Profil der anderen linken Teilstruktur. Ganz am Anfang habe ich gesagt, als Einheiten der Grammatikbeschreibung kommen in der kognitiven Grammatik nur phonologische, semantische und symbolische Einheiten sowie Schematisierungen aus ihnen in Frage. Über mehr habe ich bis hierhin auch streng genommen gar nicht gesprochen. Noch eine weitere Sache ist aber für Lengecker bei der Grammatikbeschreibung zulässig oder erlaubt, und zwar Kategorisierungsbeziehungen zwischen erlaubten Strukturen. Und zwischen Teilstrukturen von Konstruktionen bestehen genau solche Kategorisierungsbeziehungen. Da uns jetzt nur der semantische Pol interessiert, ist auch nur der hier abgebildet. Wieder von der gleichen Struktur von Smart und Woman bzw. Smart Woman. Wir sehen hier auf der linken Seite zwischen den einzelnen Strukturen Pfeile verlaufen. Und hier noch einer. Und ein durchgezogener Pfeil von x nach y bedeutet, dass y als ein x kategorisiert wird oder y ein x elaboriert oder ausarbeitet. Auf diese Weise elaboriert Woman horizontal, also hier, den schematischen Trajektor von Smart und vertikal, hier, ist die smarte Frau oben die Instanz einer Frau. Ein gestrichelter Pfeil von x nach y heißt, dass y zwar etwas von x hat, aber kein x ist. Y ist nichts von der Sorte x. Warum trifft das hier auf die Beziehung zwischen der Teilstruktur links und der komponierten Struktur zu? Aus dem Grund, dass sie verschiedene Dinge profilieren. Eine Frau in der komponierten Struktur oben ist keine Instanz einer Relation. Smart ist eine Relation. Sie weist aber Aspekte dieser Beziehung aus, indem sie mit dem schematischen Trajektor darin korrespondiert. Bevor wir uns Beispiele für nicht-typische Konstruktionen anschauen, möchte ich noch auf konstruktionelle Schemata eingehen. Im Zusammenhang des gebrauchsbasierten Modells haben wir in Video Nummer 4 gesehen, dass wohlgeformte Äußerungen dadurch wohlgeformt sind, dass sie als Instanzen von existierenden Einheiten im Sprachwissen, meist sind das Schemata, kategorisiert werden können. Wir hatten dabei auch gesehen, dass eine einzige Äußerung oder eine einzige Konstruktion Kategorisierungsbeziehungen zu mehr als einem Schema unterhalten kann. Das ist sogar der Normalfall. Und eine Konstruktion ist in der kognitiven Grammatik dann vollständig grammatisch beschrieben, wenn beschrieben ist, zu welchen anderen Schemata es in welcher Kategorisierungsbeziehung steht. Sie haben ja auch im Zusammenhang des gebrauchsbasierten Modells gehört, dass Konstruktionen als Einheiten des Sprachwissens nicht vom Himmel fallen, sondern aus dem Input sozusagen herauskategorisiert werden, aus dem Input, mit dem Kinder im Spracherwerb konfrontiert sind. Jede wohlgeformte Äußerung muss sich also aus existierenden Schemata speisen. Und hier auf der linken Seite finden wir ein konstruktionelles Schema, aus dem sich Smart Woman speist. Und zwischen beiden existiert so eine Kategorisierungsbeziehung, wie wir sie gerade kennengelernt haben. Smart Woman auf der rechten Seite ist nämlich eine Aktualisierung des Adjektiv-Nomen-Schemas auf der linken Seite. Smart Woman ist eine Instanz dieses Schemas. Werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf die Konstituenz. Unter anderem mit den Mitteln, die ich bis hierhin skizziert habe, liefert Lengecker auch immer theoretische Alternativen zu formorientierten Grammatiktheorien. Das heißt, er versucht, grammatiktheoretische Konzepte solcher Theorien durch seine an symbolischen Strukturen orientierte Grammatiktheorie zu reformulieren.
so auch für Konstituentenstrukturen. Im Sinne der kognitiven Grammatik ist grammatische Konstituenz dann nichts anderes als die Reihenfolge, in der einfachere symbolische Strukturen schrittweise zu komplexeren integriert werden. Also hier von unten nach oben. Das Ganze kann man auch in einer Klammerstruktur repräsentieren, wie Sie das vielleicht aus anderen Theorien kennen. Bei dieser Konstruktion hier, Smart Woman with a PhD, handelt es sich nun laut Lengecker um eine prototypische in der kognitiven Grammatik. Was ist daran prototypisch? Prototypisch sind daran fünf Sachen, nämlich sie bestehen aus zwei Teilstrukturen jeweils. Also wir haben hier zwei Teilstrukturen, die werden zu einer Struktur zusammengefügt und das gleiche hier und hier, die werden zu dieser Struktur zusammengeführt und auf dem mittleren Level haben wir jetzt wiederum zwei Strukturen und die werden wiederum zu einer übergeordneten Struktur zusammengefügt. Zweitens, eine Komponente von diesen zwei Teilstrukturen profiliert einen Gegenstand, die andere eine Relation. Wir haben zum Beispiel ganz links hier, unten ganz links das Konzept von Smart. Und das ist eine Relation. Wiederum hier und daneben ein Gegenstand, nämlich Woman. Hier haben wir wieder eine Relation, nämlich With. Und hier haben wir wieder einen Gegenstand, nämlich PhD. Drittens, das profilierte Nomen stellt einen fokalen Partizipanten, Trajector oder Landmark, dar. Und viertens, dieser Partizipant ist schematisch und wird durch die nominale Komponente elaboriert. Das heißt, wir haben hier im Konzept von Smart einen schematischen Trajector, der wird dann durch den Gegenstand elaboriert. Und hier bei With haben wir ebenfalls eine schematische Landmark und die wird ebenfalls durch einen Gegenstand, nämlich PhD, elaboriert. Und fünftens, die komponierte Struktur erbt ihre Profilierung von einer der beiden Teilstrukturen. Oben haben wir Smart Woman with a PhD. Und Smart Woman with a PhD profiliert das Konzept Woman. Es handelt sich dabei um eine Art Frau. Und dieses Profil erbt die komponierte Struktur von einer ihrer Teilstrukturen, nämlich von Smart Woman. Darin ist auch schon die Frau profiliert, weil es sich bei einer Smart Woman ebenfalls um eine Art Woman handelt. Diese Eigenschaften machen diese Konstruktion zu einer prototypischen Konstruktion. Und jetzt schauen wir uns Konstruktionen an, die davon abweichen. Wir beginnen mit Konstruktionen, die nicht aus zwei symbolischen Teilstrukturen bestehen. Als Beispiel bietet Lengecker eine alternative Konstituentenstruktur für Smart Woman with a PhD an. Er hält beide Konstituentenstrukturen, die von eben und diese hier, für korrekt, aber die Begründung dafür ist meines Erachtens nicht überzeugend, weil sie naive Annahmen über Intonationsphrasen macht. Er zieht nämlich Intonationsmuster als Argumente dafür heran, welche Konstituenten hier existieren. Das kann man aber nicht machen. Zumindest nicht, wenn man hier grammatische Konstituenten aussondern will. Aber das soll hier nicht das Thema sein. Der relevante Punkt ist, dass sich hier drei symbolische Teilstrukturen auf einer Ebene befinden und zu einer übergeordneten Struktur zusammengefügt werden. Und die resultierende komponierte Struktur, die ist genau die gleiche wie in der alternativen Struktur.
Und das ist laut Lengecker auch einfach möglich. Lengecker sagt nämlich, dass die gleichen Beziehungen mit verschiedenen Konstituentenstrukturen erfasst werden können und daher sei die Konstituentenstruktur oft flexibel, variabel und nicht festgelegt. Schauen wir uns jetzt Beispiele an, in denen nicht eine Teilstruktur einen Gegenstand und die andere eine Relation profiliert, so dass sie schön ordentlich vereint werden können in einer komponierten Struktur. Und damit wird einhergehen, dass die komponierte Struktur hier auch nicht das Profil einer ihrer Teilstrukturen erben kann. Die Bedingungen 3 und 4 für Prototypizität werden dann auch nicht zutreffen, weil sie an das Zutreffen der zweiten Bedingung gebunden sind. Beispiele für solche Fälle sind Appositionsstrukturen. Sailor Boys sind zum Beispiel sowohl Seeleute als auch Jungen und in allen Beispielen hier finden wir als Teilstrukturen Gegenstände von Konzepten und gar keine Relationen. Bei den jeweils komponierten Strukturen fällt es Lengecker schwer zu entscheiden, ob sie das Profil von beiden Teilstrukturen gleichermaßen oder von keiner von beiden erhält. Lengecker entscheidet sich dann für Ersteres, also dass die komponierte Struktur das Profil von beiden Teilen gleichermaßen erbt, also etwa in The Famous French Novelist Marcel Proust und auch in Bundeskanzlerin Merkel. Jetzt schauen wir uns einen gänzlich unprototypischen Fall an, bei dem nichts vom vorherigen zutrifft. Lengecker nennt diese Konstruktion Nested Locative Construction. Sie lautet: The hammer is in the garage on the workbench behind the electric saw. Hier ist jede Teilrelation profiliert, genau wie die komponierte Relation. Und die komponierte Relation erbt ihr Profil auch von allen Teilstrukturen gleichzeitig. Eine schlaue Frau ist keine Instanz der Eigenschaft, schlau zu sein, sondern eine Instanz einer Frau. Hier in diesem Beispiel gehen alle Teilrelationen in die komponierte Relation ein. Aber die komponierte Struktur ist keine Instanz einer der drei Teilstrukturen allein. Das heißt, der Hammer ist gleichzeitig in der Garage, gleichzeitig auf dem Arbeitstisch und hinter der elektrischen Säge. Und zuletzt schauen wir uns noch einen systematisch auftretenden Fall an, bei dem die komponierte Struktur auch nicht von einer der beiden Teilstrukturen erbt. Und diesmal erbt sie aber auch nicht von allen, sondern von keiner der Teilstrukturen. Das ist der Fall bei exozentrischen Konstruktionen. In der klassischen Grammatiktheorie werden so Strukturen genannt, die keinen Kopf haben. Dem entspricht in der kognitiven Grammatik also, dass sie keinen Profilgeber in einer Teilstruktur haben. Beim englischen Ausdruck Pickpocket, zu deutscher Taschendieb, oder bei den deutschen Ausdrücken Rotkehlchen oder Schluckauf handelt es sich um solche Konstruktionen. Pick profiliert zum Beispiel eine Relation, nämlich eine Handlung, bei der ein Trajector etwas aus einer Landmark oder von einer Landmark nimmt, und Pocket bezeichnet den Gegenstand Tasche. Pickpocket zusammengenommen profiliert aber weder das eine, das Pick, noch das andere, die Pocket, sondern eigentlich nur den Trajektor von Pick. Interessant ist jetzt, dass in dieser Behandlung solcher Phänomene, bei der es um die Integration von Teilstrukturen und dabei um die Profilierung geht, das Thema der Kompositionalität implizit mitbehandelt wird. Denn dadurch, dass die komponierte symbolische Anordnung ein anderes Profil als alle ihre Teilstrukturen hat, ist sie automatisch nicht kompositionell. Und das führt uns zuletzt noch
zu Lengekers Ausführungen zur Analysierbarkeit von Konstruktionen. Nein, falsch, zuvorletzt. Und mit der Analysierbarkeit auch zu interessanten Aussagen zur Kompositionalität. Was ist mit Analysierbarkeit gemeint? Lengecker sagt, symbolisch komplexe Äußerungen variieren in ihrem Grad an Analysierbarkeit, das heißt dem Maß, in dem Sprachteilhaberinnen den semantischen Beitrag von Teilstrukturen zum Ganzen erkennen. Sie können schon mal in sich hineinhorchen, inwiefern Sie den Beitrag der Teilstrukturen in den Ausdrücken Vorträgerin, Trockner und Computer erkennen. Lengecker sagt weiter, dass neue Fügungen, also nicht feststehende Ausdrücke, vollständig analysierbar sind, weil Sprachteilhaberinnen ihre Bedeutung immer auf Basis der Bedeutung ihrer Teile zusammenbasteln müssen. Das ist anders bei feststehenden Ausdrücken. Diese sind als Ganzheiten verfügbare Päckchen, deren komponierte Formen und Bedeutungen als Ganze wohlbekannt und oft gehört sind und bei denen es deshalb auch gar nicht nötig ist, dass sie immer auf Basis ihrer Einzelteile neu zusammengesetzt werden müssen. Lengecker symbolisiert jetzt Analysierbarkeit mit den bekannten durchgezogenen Linien. Gestrichelte Linien verwendet er dann, wenn Analysierbarkeit nur teilweise oder sporadisch möglich ist. Flinger, to fling heißt werfen oder schleudern, kann man jetzt vollständig analysieren, als zusammengesetzt aus fling und dem Suffix er, das Ganze an beiden Polen, dem phonologischen und dem semantischen, und als symbolische Struktur. Aber kaum jemand von uns analysiert noch Computer in die Elemente compute und das Suffix, und zwar weder phonologisch noch semantisch noch symbolisch. Bei der partiellen Analysierbarkeit kann man jetzt noch verschiedene Fälle unterscheiden. In Montag, was schon eine sehr festgefügte und oft gehörte Struktur ist, könnten wir noch eine Teilstruktur in Tag erkennen. Mit Mon können die meisten von uns schon nichts mehr anfangen, aber vielleicht noch mehr als Englischsprecherinnen mit Mon in Monday. Dass dahinter der Mond steckt, wissen doch nur sehr wenige. Went aktiviert wahrscheinlich die semantischen Konzepte Go und Vergangenheit, aber weil es sich dabei um eine Suppletivform handelt, aktiviert es nicht die phonologischen Elemente Go und It als Past-Suffix. Und umgekehrt ist es dann wiederum bei Understand, bei dem in die phonologischen Komponenten Under und Stand analysiert werden kann, aber nicht in die Konzepte Under und Stand analysiert wird. Weil Understand was anderes ist als die Zusammensetzung aus Unter und Stehen. Vielleicht fällt Ihnen auf, mit Lengekers Analyse-Tools hier lässt sich ziemlich präzise über Probleme der Kompositionalität sprechen. Und jetzt wirklich zum Schluss möchte ich noch einmal kurz auf das Thema Konstituenz zurückkommen. Sie haben sicher irgendwann einmal Konstituententests kennengelernt und sprachliche Äußerungen in Konstituenten zerlegt. Und Sie haben wahrscheinlich mehr oder weniger mühsam gelernt, das zu tun. Die meisten Grammatiktheorien gehen davon aus, dass wir ein unbewusstes Wissen über Konstituentenstrukturen haben, mit dem wir gar keine Mühe haben. Bei Konstituentenstrukturen in Grammatiktheorien geht es meistens darum, wie man dieses Wissen beschreiben kann, dieses unbewusste Wissen. Und wir haben ja vorhin schon gesehen, wie das in der kognitiven Grammatik mit symbolischen Strukturen aussieht. Und hier in der linken Struktur ist das nochmal exemplarisch dargestellt. Lengecker sagt nun außerdem, dass grammatische Konstituenz die Anordnung symbolischer Strukturen betrifft
und wie aus kleineren solcher Einheiten größere gebildet werden. Jetzt müssen wir uns aber daran erinnern, was Längecker als Einheiten der sprachlichen Beschreibung zugelassen hatte. Das waren phonologische, semantische und symbolische Strukturen, Schematisierungen daraus und Kategorisierungen zwischen ihnen. Von Grammatik war da gar nicht die Rede. Grammatik ist in der kognitiven Grammatik nur in symbolischen Strukturen manifest. Wenn wir über Einheiten aus einem der beiden Pole sprechen, also phonologisch oder semantisch, dann ist das nicht Grammatik, sondern immer nur, wenn es um Paarungen aus beiden Polen geht. Das lässt jetzt Längecker aber die theoretische Möglichkeit offen, dass es neben hierarchischen grammatischen Strukturen auch hierarchische phonologische und hierarchische semantische Strukturen gibt, die beide unabhängig von hierarchischen symbolischen, also grammatischen Strukturen sind. Wenn man das Phänomen The Smart Woman jeweils nur als phonologisches oder nur als konzeptuelles betrachtet, dann ist es möglich, dass sich andere Konstituentenstrukturen ergeben, als wenn man das Phänomen als symbolisches betrachtet. Phonologisch bilden hier auf der linken Seite zum Beispiel in der komponierten Struktur ganz oben th und smart eine phonologische Einheit, nämlich ein phonologisches Wort. Auf der semantischen Seite rechts bilden die Konzepte Determination und Smart, also das, was durch den definiten Artikel symbolisiert wird, Determination, die bilden nirgendwo eine Einheit. Die Definitheit des definiten Artikels wird übrigens durch die S- und H-Kreise angezeigt. Das heißt, Sprecherinnen und Hörerinnen haben beide mental Zugriff auf ein bestimmtes Konzept aus dem Diskurs. Aber diese Determiniertheit, Determination auf der semantischen Seite tritt nirgendwo als Einheit mit dem Konzept Smart auf. Auf der phonologischen Seite bildet aber the Smart zusammen ein phonologisches Wort, the Smart. Das war es für heute mit der Vertiefung der kognitiven Grammatik als einer kognitiven Konstruktionsgrammatik und ich hoffe, ich konnte Ihnen damit helfen, sich den hier aufgeführten Text zu erschließen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.